Moin, wie bereits angekündigt, starte ich jetzt mal eine Videoserie zu Need for Speed World. Das ist dieses nette Spiel hier. Need for Speed World ist ein Free-to-Play, beziehungsweise Play-for-Free-Rennspiel mit offener Spielwelt, die ich euch jetzt hier gerade zeige. Und ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Das Spiel ist von Electronic Arts und ja, finanziert sich eben genauso wie so ziemlich alle anderen Play-for-Free- bzw. Free-to-Play-Titel auch mit kaufbaren Gegenständen. Das sind hier zum einen Power-Ups, zum Beispiel Nitro oder ähnliches, und zum anderen natürlich auch neue Autos. Der Explorer-Modus bzw. der Erkunden-Modus, den ihr hier gerade seht, ja, das ist quasi von Explorer erkunden die freie Fahrt. Also hier sind auch andere Fahrer unterwegs. Und ihr könnt euch eben von Anfang an schon in der kompletten, sehr großen Welt auch bewegen. Parke ich einmal ordnungsgemäß hier am Straßenrand und schaue mir an, was Sache ist. Also das hier ist die Welt, die komplett aus Schauplätzen aus bekannten Need for Speed-Titeln besteht und zum Teil allerdings auch ein paar neue Orte mit reinbringt und Gebäude. Also ihr werdet hier sehr viel Bekanntes finden. Daher ist es auch, vor allem für Need for Speed-Veteranen, werdet ihr euch sofort zu Hause fühlen. Es gibt eine Vielzahl an Events, allerdings im Moment nur zwei Renntypen leider. Es gibt im Moment Circuit, also Rundkurse, und Sprint, also eben Sprintrennen, wie ihr sie bereits kennt. Aus anderen Titeln, wo ihr einfach von A nach B kommt und möglichst schnell dabei sein müsst. Hier im Explorer-Modus startet ihr auch die Verfolgung, wenn euch ein Polizeiauto verfolgt oder weil ihr eins rammt zum Beispiel oder oder weil ihr zu schnell fahrt, extrem zu schnell. Dabei müsst, obwohl ich das mit dem zu schnell fahren leider noch nie geschafft habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht oder ob es da einen bestimmten Richtwert gibt. Ja, im Explorer-Modus habt ihr sehr wenige beziehungsweise eigentlich gar keine Power-Ups zur Verfügung. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen schade, denn hier wurde Potenzial verschenkt, wenn man auch im Explorer-Modus Nitro verwenden könnte. Dann wäre es ja auch ganz chillig. Klar, hat jetzt nicht den Effekt, wie in regulären Rennen hätte, weil ihr ja damit eigentlich nichts erreichen könnt, aber naja. Ja. Dann gibt es natürlich noch den Pursuit-Modus, beziehungsweise die Verfolgungsjagden, das ist der beliebteste Aspekt von den anderen Need for Speed-Titeln. Ich finde es hier auch sehr gut gemacht. Ihr spielt eben gegen computergesteuerte Polizisten, die euch genauso wie in den anderen Need for Speed-Titeln auch versuchen, einfach zu erwischen. Das funktioniert nach dem so ziemlich gleichen Prinzip wie das aus Most Wanted, und die Grafik ist übrigens ja auch, wie ihr sehen könnt, ähnlich wie die aus Most Wanted. Und ja, es gibt auch von jedem Rennevent gibt es auch einen Singleplayer-Modus, wo ihr auch gegen computergesteuerte Gegner Die sind aber fahrt. meiner Meinung nach ein bisschen sehr schlecht geraten, deswegen macht es nicht allzu viel Spaß, gegen die zu spielen, vor allem weil ihr auch wirklich jedes Rennen gewinnt. Ich habe hier ein sehr schlechtes Auto und trotzdem gewinne ich da locker ohne irgendwelche Probleme. Ja. Ich werde jetzt in den weiteren Gameplay-Videos nicht weiter reden, sondern werde wunderschöne Musik einspielen. Nein, es ist diesmal kein Techno. So viel kann ich euch verraten. Also seid gespannt, was als nächstes für Videos hochgeladen werden. Sie werden sich zum Need for Speed World eben drehen. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn nicht, dann schreibt bitte einen kurzen Kommentar, was euch daran nicht gefallen hat. Könnt mir auch eine Nachricht schicken. Und ja, nur dann kann ich nämlich meine Videos verbessern. So, jetzt viel Spaß beim Weiterschauen.